Bums, es ist richtig, Druck auf dem Kessel, Stress im System, steigender Dollar, steigende Renditen. All das zeigt, wie fragil jetzt die Situation geworden ist. Die Fed hat ein Experiment gestartet mit der Zinsanhebung und mit ihrer Aussage, wir werden die Zinsen ganz lange sehr, sehr hoch lassen. Und das ist in einer Welt, die auf Pump basiert, die stets zeigte, dass die Schulden schneller wachsen als die Wirtschaft. Eine sehr gefährliche Situation, die hier entstanden ist, denn das wird viele, viele Unternehmen und Leute aus der Kurve fliegen lassen, es wird die Wirtschaft crashen lassen, es wird die Finanzmärkte crashen lassen. Aus meiner Sicht, das ist deshalb nur eine Frage der Zeit, bis die Fed umsteuert, weil sie sieht, wie fragil das System ist, weil sie endlich erkennt, dass diese Schuldenspirale, die wir aufgebaut haben in den letzten Jahrzehnten, nicht tragbar ist mit steigenden und hohen Zinsen. Das wird nicht funktionieren. Und jetzt sind wir in einer Lage, die so ein bisschen an die Situation im Vorfeld des 1987er Crashs erinnert. Vielleicht fundamental sogar in einer deutlich schlechteren Lage, wie ich gleich zeigen werde. Aber es ist Stress im System. Die Aktien stürzen teilweise ab. Wir haben Währungen, die massiv abstürzen. Wir haben Renditen, die geradezu explodieren. Etwa die Renditen für britische Staatsanleihen. Das britische Pfund kollabiert. Also, da ist für jeden Geschmack gewissermaßen etwas dabei und das schafft jetzt angesichts des Wochenendes eine Situation, in der wir die Wahlen in Italien haben, in der wir dann nächste Woche diese Referenten haben, die da in diesen vier Verwaltungsbezirken in der Ukraine durchgeführt werden. Und das alles ist eine ziemlich explosive Mischung. Und die Frage ist, wird Jerome Powell retten? Wird er ein bisschen helfen? Ja oder nein? Wenn nein, und heute Abend spricht er ja, dann könnte es ziemlich ungemütlich werden. Schauen wir uns diesen 1987er Crash einmal an. Der schwarze Montag, 19. Oktober 1987, der Dow Jones über 22% im Minus. Das war und ist bisher der größte Tagesverlust an einem Börsentag. Also das hat es nie wieder gegeben zuvor oder hat es nicht gegeben zuvor und hat es seitdem auch nie wieder gegeben. Das war ein massiver Einbruch, aber dann hat Alan Greenspan, der damalige Notenbankchef, zum Telefon gegriffen, hat die Wall Street-Haie angerufen und hat gesagt, oh, das können wir doch nicht wollen, lass uns den Markt mal retten. Und siehe da, das gelang dann natürlich auch. Aber 1987 war eine andere Welt, wie David Rosenberg hier zeigt. Wir hatten damals Rohstoffe in einem Bullenmarkt, wir hatten Wirtschaftswachstum und das alles noch nicht so wirklich auf Pump finanziert. Jetzt haben wir nur noch durch Pump finanziertes Wachstum, wir haben explodierte Schulden und eine Fed, die jetzt die Geldpolitik strafft und jetzt in einer solchen Situation eben wirklich komplett die Bremse tritt. Das ist nicht bewältigbar für das System. Der starke Dollar ist für die Schwellenländer ein Riesenproblem, ist für die amerikanischen Firmen ein Problem, die im Ausland dadurch weniger Dollars verdienen können und. Und diese Schuldenspirale, die wird dann aus der Kurve fliegen. Das müsste auch Jerome Powell, der sichtlich gealtert ist, eigentlich wissen. Und wenn wir uns jetzt mal die Märkte anschauen, nach Dow-Theorie, Sie kennen das vielleicht, ist es so, dass jetzt sowohl der Dow Jones Transports als auch der Dow Jones Industrials beide ihre vorherigen Tiefs unterschritten haben. Das gilt als Bear Signal, als praktisch das große Verkaufssignal im technischen Bereich, könnte man sagen, der Aktienmärkte. Also zumindest gibt es ein paar Warnsignale. Und jetzt haben auch vor allem die Briten sich etwas geleistet, die neue Truss-Regierung. Die will jetzt die Steuern senken in einer Situation, die das fiskalische Defizit natürlich massiv nach oben bringen dürfte. Hier sehen wir unten in dieser Grafik mal, da wird ein historisches Defizit erzielt werden, wenn das wirklich so passiert. Jetzt sagt JP Morgan in Reaktion auf massiv explodierende Renditen über 30 Basispunkte, weit über 30 Basispunkte heute die Renditen nach oben für die 10-jährige britische Anleihe, jetzt schon in Richtung 4% unterwegs. Wir sehen das britische Pfund 3% abstürzen, im Währungsbereich extrem selten. JP Morgan sagt, naja, das ist eine, das zeigt, dass das Vertrauen in die Politik hier verloren geht und das kommt noch dazu, dass irgendwie die Märkte riechen, naja,
Wir können uns auf die da oben sozusagen nicht wirklich verlassen. Die haben das nicht mehr im Griff. Und das macht die ganze Geschichte so fragil. Hier sehen wir mal Pfund-Dollar in einem Chart von Capital.com. Noch etwa Mitte des Monats, also vor gut einer Woche, waren wir bei 1,17 Pfund zu Dollar. Jetzt sind wir deutlich unter die 1,10er Marke gefallen. Also da ist wirklich Stress im System, da knallt's. Und wir sehen dann zum Beispiel auch bei Öl, WTI hier, dass es scharf nach unten geht, jetzt unter 80 Dollar. Jetzt sind wir damit deutlich tiefer als zu dem Zeitpunkt, als Russland in die Ukraine einmarschiert ist. Also da ist Stress auch im System Öl. Man geht davon aus, dass die Wirtschaft richtig nach unten geht und damit natürlich dann möglicherweise die Ölnachfrage weniger wird. Aber es gibt auch andere Gründe. Wir haben bei Finanzmarktwelt darüber berichtet. Und vor allem, was dann auch noch neben dem starken Dollar massiv belastet, das ist der heftigste Anstieg, den wir hier sehen, auch bei den Renditen. Hier etwa die 10-jährige US-Staatsanleihe heute schon bei 3,82%. Massiv nach oben geschossen, dann allerdings auch wieder deutlich gefallen, weil eben Anleihen auch so eine Art Sicherheit sind. Flucht in die Sicherheit, Safe Haven. So wird es zumindest wahrgenommen. Wenn also im Stress im System ist, im Finanzsystem, dann gehe ich als Investor, gerade wenn ich ein größerer bin, dann lieber mal in vermeintlich sichere US-Staatsanleihen. Und deswegen sehen wir, dass die Renditen wieder etwas fallen, weil eben Nachfrage nach diesen Anleihen der Fall ist. Die Amerikaner haben 31 Billionen Schulden, nur der Staat. Insgesamt Haushalte und Unternehmen 92 Billionen Schulden. Jetzt beim Staat 31 Billionen Schulden ist es ja nicht so, dass er jetzt auf alles 4% zahlt, weil er sozusagen ja schon Anleihen in der Vergangenheit rausgebracht hat, dafür einen bestimmten Zins zahlt. Aber diese Anleihen laufen eben Stück für Stück aus und wenn die Zinsen so hoch sind wie jetzt, dann muss der amerikanische Staat eben massiv Geld dafür derappeln. Das ist so, dass wir dann in eine Situation kommen könnten in einiger Zeit, wo alleine die Amerikaner, der Staat USA 1,5 Billionen an Zinsen zahlen muss bei einem BIP von um und bei 23 Billionen, nur der Staat. Jetzt haben wir aber noch Firmen, die natürlich dann massive Kreditkosten haben. Wir haben Privatpersonen, die in den USA ja ohnehin Oberkante, Unterlippe verschuldet sind. Also das ist eine Schuldentodesspirale, die kann nicht funktionieren, die wird nicht funktionieren. Das wird die Fed erkennen müssen, aber man will ja die Inflation bekämpfen, hat jetzt gesagt, Inflationsbekämpfung ist der Höchstwert, dem ordnen wir alles unter. Bald wird die Fed wahrscheinlich umsteuern und sagen, okay, wir müssen diese Inflation akzeptieren, aber sonst fliegt uns das ganze System aus der Kurve. Und diese Inflation wiederum, die trifft die Schwächsten in der Gesellschaft oder die Schwächeren in der Gesellschaft. Warum? Weil es gibt ja Dinge des täglichen Bedarfs, die sogenannten Necessities. Also das, was ich unbedingt brauche, das ist Utility Costs, also Wasser, Strom, Gas, Gasoline, Benzin, Food at Home, also das, was ich zu Hause esse, Elektrizität. Diese Preise sind zum Vorjahr um über 30% gestiegen. Das kommt also in der normalen Inflationsberechnung gar nicht so stark zum Ausdruck. Aber das ist ja das, was die Leute, die sozusagen jetzt nicht viel Geld im Portemonnaie haben, natürlich besonders trifft, weil Essen muss jeder, Strom braucht jeder, Wasser braucht jeder, Gas braucht jeder oder Heizöl oder keine Ahnung. Und tanken müssen die Amerikaner vor allem auch, die ja extrem viele Autos haben. Also das ist ein Riesenthema. Und jetzt sehen wir, und vielleicht ist das ja schon ein Kontraindikator, dass die größten Bullen von Goldman Sachs jetzt sagen, wir canceln jetzt mal unser Jahresziel für den S&P 500. Von, ich glaube, man war 4.200, 4.300 Punkte, hat man es jetzt runtergenommen auf 3.600 Punkte und sagt, naja, wenn eine Rezession kommt, dann könnte es auch auf 3.150 runtergehen. Das ist ein ziemlich großer Schnaps, den man hier nach unten sich geleistet hat. Marco Kolanovic von JP Morgan ist bisher schweigsam. Der hat ja immer gesagt, beiße Dippe, beiße Dippe, beiße Dippe. Jetzt ist irgendwie momentan Ruhe an der Kolanovic-Front. Und was die Aktienmärkte in den USA heute auch unter Stress gesetzt hat, waren ziemlich ordentliche Zahlen. Vom Einkaufsmanager-Index in den USA war besser als erwartet. Aber die Märkte sagen sich, nicht gut, wenn die Daten besser sind als erwartet. Allerdings sehen wir auch, dass der Preisdruck nachlässt, dass die Lieferzeiten kürzer werden. Das ist jetzt der vierte Monat in Folge, dass wir eine deutliche Verlangsamung sehen bei der Inflation, wie auch eine Verkürzung der Lieferzeiten. Also das geht ja eigentlich in die richtige Richtung. Im Grunde war das eine gute Nachricht, aber die Märkte
haben sich sehr auf die Headline-Zahl fokussiert und haben abverkauft. Wir sehen, wie breit dieser Abverkauf ist. Es gibt nur in zwei Sektoren praktisch Gewinner. Das sind REITs, also Immobilien, und Staples, also ganz defensive Sektoren, wenn man so will. Bei den allermeisten anderen Sektoren gibt es, und es gibt ja 11 davon im S&P, keine einzige Aktie, die im Plus ist. Erinnern wir uns noch an August. Da war die Welt vor Mitte August ja noch total in Ordnung. Rallye, die Fed wird irgendwann die Zinsen bald wieder senken, so das Mantra. Bis dann Jackson Hole kam und dann war Ende im Gelände. Damals Michael Hartnett von der Bank of America hat gesagt, okay, wir laufen bis zur 200-Tages-Linie und dann raus damit, dann short gehen. Genauso ist es gewesen. Wir waren über 4.300 Punkten, meine ich, 4.327. Und bums, das war der beste Call wahrscheinlich in der Börsengeschichte, seitdem der S&P 15% im Minus, der Nasdaq 18, Russell 18, Dow Jones 15, also da hat es ein bisschen was gescheppert. Und das liegt natürlich auch daran, dass sich gerade Europa weiter verschlechtert, was die Konjunkturaussichten betrifft. Deutsche Wirtschaft strumpft wegen Energiekrise noch stärker. Heute die Einkaufsmanager-Indizes, beide deutlich unter der 50er-Marke. Also Kontraktion, kein Wunder bei der Energiethematik, die wir hier haben in die Europa und auch in Deutschland. Wir sehen, dass am Immobilienmarkt die Dinge schwieriger werden. Absturz der Hypoport-Aktie, ein Immobilienfinanzierer, die fällt 34%, weil man ganz die Prognosen gestrichen hat, sagt, wir können überhaupt nichts mehr praktisch prognostizieren. Das zeigt, dass dieser Abschwung jetzt natürlich besonders jene Blasen trifft, die durch die ultralaxe Geldpolitik der Notenbanken zuvor aufgeblasen worden war. Und es ist mit Blasen eben so, die kannst du normalerweise nicht irgendwie entleeren ganz sanft, sondern da macht es wupp und die ganze Luft geht sofort raus, respektive der Ballon platzt dann eben. Noch interessante Meldungen von heute, die Gazprom hat heute mitgeteilt, dass praktisch der Gasfluss nach Europa auch in den nächsten Jahren wohl kaum der Fall sein dürfte. Da hat man sozusagen jetzt budgettechnisch mal festgelegt, wie das Ganze bis 2025 aussehen dürfte. Auch das natürlich eine Zementierung dieser Deglobalisierung, dieser Trennung zwischen Russland, China, Iran und dem Westen. Indien dagegen baut jetzt massiv Kohle aus. 56 Gigawatt in nur 8 Jahren sollen dazu gebaut werden. Also wir Deutschen, wir verbrauchen zwar auch momentan viel Kohle, aber wir wollen ja aus allem gleichzeitig raus. Die anderen machen das Gegenteil, bauen Atomkraftwerke oder eben noch weitere Kohlekraftwerke, sodass jede CO2-Einsparung, die wir machen, faktisch hintenrum natürlich mehrfach wieder praktisch konterkariert wird. Gaspreis, Europa in Konkurrenz zum Asien, jetzt kommt es darauf an. Wetter wird sehr, sehr wichtig. Wie kalt werden die Temperaturen? Und vor allem ist Europa eben in einer massiven Konkurrenz zu Asien, denn die sind auch auf Flüssiggas angewiesen. Länder wie Japan zum Beispiel, Pakistan sowieso. Japan kriegt noch Flüssiggas, Pakistan kaum mehr, weil wir Deutschen zum Beispiel alles wegkaufen, was wir kriegen können, zu jedem Preis. Die Japaner können mitbieten, die Pakistani können nicht mitbieten. Man will ja unbedingt verhindern, dass wir wie 1923 Wärmehallen aufbauen muss. Da gab es ja schon Vorbereitungen, dass in Hallen, wenn alles schief läuft, solche Wärmehallen aufgebaut werden. Und als wäre das noch nicht genug Stress, haben wir jetzt die Wahlen in Italien, wo wahrscheinlich Frau Meloni von den Fratelli d'Italia gewinnen dürfte, also eine rechte Partei. Das passt der EU und passt auch wohl der EZB nicht. Uschi von der Leyen hat heute, wie Radio Genova berichtet, gesagt, also wenn die Dinge da in eine Richtung laufen, die uns nicht gefällt, dann haben wir Möglichkeiten wie mit Polen und Ungarn. Sie wissen, dass da etwa Ungarn ja bestimmte Gelder nicht erhalten soll. Also auch das ein Stressmoment. Wie werden die Wahlen in Italien am Sonntag ausgehen? Und interessante Berichte. Wie soll man sagen, Berichte? Ja, es sind Berichte, aber es ist natürlich immer mit ein bisschen Vorsicht zu genießen. Aber amerikanische Geheimdienstquellen sagen, und die Amerikaner haben ja offenkundig die Russen ziemlich gut ausgeforscht. Das haben wir gesehen mit den Warnungen vor dem Einmarsch. Da hat man ziemlich genau vorhergesagt, wann das passieren wird. Und hier sagt man, okay, also es gibt innerhalb des Geheimdienstes die Bestrebung, Putin abzulösen. Man sei sehr unzufrieden mit ihm und wird einen anderen Geheimdienstler
an seine Stelle setzen wollen. Jetzt ist das eben ja praktisch eine FSB-Herrschaft, die wir haben, also eine Herrschaft des Geheimdienstes in Russland. Putin wurde so installiert mit der Billigung damals von Jelzin und Familie. Putin war ja ein vergleichsweise unbeschriebenes Blatt zuvor gewesen. Klar, er war erst der Helfer des Petersburger Bürgermeisters, der dann später unter ungeklärten Umständen, Sobchak, der dann unter ungeklärten Umständen zu Tode kam. Aber da wurde er eben von Geheimdienstkreisen nach oben gebracht, systematisch nach oben geschossen. Und jetzt ist diese Ära oder diese Strähne des Erfolgs bei Putin offenkundig ein bisschen vorbei. Jedenfalls würde ich diesen Gerüchten durchaus einigen Ernst beimessen, oder zumindest ist das nicht aus der hohlen Hand gesprochen, kann man sich vorstellen. Noch 3 oder 4 Empfehlungen, meine Damen und Herren, genauer gesagt. EZB auf Crashkurs, ist der Euro noch zu retten? Ein Interview von Solid mit mir, da ist das Thema eben klar, Euro, EZB, was wird da kommen? Das ist schon ein paar Tage her, das haben die jetzt erst fertig gekriegt. Da sind manche Entwicklungen schon passiert, die damals eben nicht bekannt waren. Aber es geht um viel Übergeordnetes. Also wenn Sie Zeit und Lust haben, am Wochenende oder heute noch, schauen Sie da mal rein. Erste Empfehlung, zweite Empfehlung, Mercedes legt jetzt wegen drohender Gasrationierung schon Teilvorräte an. Man überlegt, welche Produktion man dann wohin verlagern kann, wenn eben hier Gas rationiert wird. Das ist ein Mantra, ein böses Omen sozusagen für die deutsche Wirtschaft. Hochinteressant, wie ich finde, dieser Artikel. Zweite Empfehlung, dritte Empfehlung oder Hinweis, genauer gesagt. Ich werde unter dem Video den Live-Link zur Rede von Jerome Powell bringen. Das ist um 20 Uhr. Da beginnt dann so eine Veranstaltung, die heißt Fed Listens Transitioning in the Post-Pandemic Economy. Da, wie gesagt, der Link dazu, damit Sie sich das anschauen können. Dritte Empfehlung und vierte Empfehlung, nochmal Finanzmarktwelt. Da packe ich Ihnen auch mal den Link drunter. Twitter, da erfahren Sie sehr, sehr viel. Da sind die meisten Dinge, die ich hier zeige, können Sie da finden, nochmal nachgucken, nochmal vertiefen. Also das lohnt sich. Twitter von Finanzmarktwelt ist einfach ein absolutes Muss. Und ich wünsche jetzt ein schönes Wochenende. Und wir hoffen, dass es nicht so schlimm kommt, wie es 1987 war. Ich sage Servus und Ciao.